Wie machen sich die politischen Streitpunkte zwischen Deutschland und Russland auf dieser regionalen, kommunalen Ebene im Rahmen von Städtepartnerschaften bemerkbar? Also ich glaube, es wäre etwas zu rosa gemalt, wenn man sagt, dass es überhaupt keine Auswirkungen gibt. Natürlich spüren wir auch auf der Ebene der kommunalen und der regionalen Partnerschaften. Es sind übrigens mittlerweile, darüber freuen wir uns sehr, über 100. Also es wächst langsam aber stetig auch die Zahl dieser Partnerschaften. Und natürlich sind die nicht völlig unbeeinflusst. Aber wir haben gerade in den letzten Jahren gemerkt, was für ein großer Schatz das ist, dass Menschen, es wird ja so eine Städtepartnerschaft wird ja vor allen Dingen getragen von Aktiven auf beiden Seiten, die auch Lust darauf haben, die ein Interesse aneinander haben, die neugierig sind mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die einen kümmern sich um kulturelle Belange, die anderen um Umweltfragen, die dritten um Wirtschaftsfragen. Und das ist gerade in Zeiten, wo die Spannungen auf Regierungsebene doch eklatant sind, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eines zu vermeiden, was unser Bundespräsident vor einer Weile in einer Rede gesagt hat, dass wir der Gefahr unterliegen, unsere beiden Völker, das Russische und das Deutsche, sich einander zu entfremden, auch wegen der schwierigen politischen Verhältnisse. Und da sind natürlich solche Partnerschaften wahrlich Goldstaub. Streitigkeiten löst man am besten durch Dialog. Ist es aus Ihrer Sicht jetzt also umso wichtiger, die Partnerschaft zwischen deutschen und russischen Kommunen vielleicht zu intensivieren? Unbedingt. Und wir unternehmen auch alle möglichen Anstrengungen, freuen uns natürlich über jede Aktivität, eine weitere Partnerschaft zu gründen. Wir werden in Kaluga Foren zu Fragen der Wirtschaft haben, aber auch der Gesundheitspolitik. Wir werden mit Leuten aus kommunalen Verwaltungen und Bürgerinnen und Bürgern Fragen der kommunalen Zusammenarbeit, unter anderem was Stadtwerke, was Umweltfragen, also Müllbeseitigung und so angeht, die ganz praktischen Themen des Lebens. Und das Schöne ist ja dabei, man verliert sich nicht aus den Augen. Das Allerschlimmste ist, wenn man voneinander nicht mehr viel weiß, wenn es immer weniger Brücken gibt, wenn Menschen sich nicht mehr begegnen. Und das versuchen wir auch gerade auf diesen Ebenen zu verhindern, so dass man eben möglichst viel voneinander weiß, den anderen versteht, auch wenn man Debatten hat, auch wenn man unterschiedliche Sichten hat. Und das kann man nirgendwo direkter, klarer und auch ehrlicher, wenn Sie so wollen, erfahren, weil da gibt es keine diplomatischen Floskeln auf diesen Ebenen. Am besten haben wir festgestellt, wenn man ein gemeinsames Projekt hat, was man bearbeitet, ob das im Jugendbereich ist bis hin zu Seniorenbereichen, dann verschwinden relativ zügig Vorbehalte oder irgendwelche Gegensätze und dann kann man sich in den anderen viel besser reinversetzen, als wenn man das alles nur in der Theorie übt. Die Städtepartnerschaftskonferenz ab heute steht unter dem Titel Kommunale und regionale Verbindungen stärken, Horizonte erweitern. Wie muss aus Ihrer Sicht diese Horizonterweiterung aussehen? Herr Rundspieß, ich glaube, dass das Wichtigste ist, wenn man Verbindungen zwischen Völkern haben möchte, wenn man will, dass eben keine Entfremdung stattfindet, dann muss man voneinander wissen. Das erweitert den Horizont. Früher hat man schlicht und ergreifend gesagt, Reisen bildet, da ist ja auch sehr viel dran. Sich in andere Lebensumstände reinzuversetzen, sich mit anderen Historien und auch Mentalitäten zu beschäftigen. Ich war vor Corona mit einer Gruppe junger Politiker und junger Unternehmer und Verwaltungsangestellten auf Kamtschatka. Und als wir dort gelandet sind, nach 10, 12 Stunden in Flugzeugen, dann hat man auch bei den jungen Leuten gemerkt, jüngeren Leuten, ganz jung waren sie ja nicht mehr, dass sie ein Gefühl bekommen haben, was eigentlich die Russische Föderation ist. Weil wenn man dort übers Meer guckt, dann kommt als nächstes Japan oder Alaska. Und das sind Dinge, die wirklich auch die Debatten, die wir dort hatten, die ganz anderen Horizonte, die dort auf Kamtschatka üblich sind, weil man andere Bezüge hat, die gehen ja naturgemäß nach Asien und nach Amerika, das erweitert wirklich den Horizont, das erweitert das Wissen und das Resultat davon, es wächst mehr Verständnis füreinander. Und ich glaube, das ist in unserer immer komplexer werdenden Welt, auch schwieriger werdenden Welt, vielleicht mit das Wichtigste, was man erreichen kann unter Menschen.